So, da sind wir schon. Wie ihr seht, vier Aufgaben haben wir schon fertig. Jetzt müssen wir Claptraps verlorenes Auge finden und es ihm zurückbringen. Ich weiß halt noch nicht, wie es ist, ob es funktioniert, wenn man in einer Runde das Auge holt und in der nächsten Runde, wenn man ihm das dann bringt. Also das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich habe es gesehen, aber ich weiß halt nicht genau, ob es so auch funktioniert oder ob man beides in einer Runde machen muss. Dazu gehen wir, ich bin am Überlegen, ob wir wieder Arena gehen sollen, das Auge versuchen direkt zu holen und dann zu Claptrap zu gehen. Wir probieren es erstmal so. Wenn es nicht klappt, muss ich halt eine neue Aufnahme machen. Aber eigentlich, ja, ich weiß nicht, weil es eins von zwei ist. Deshalb, weil ansonsten würde er stehen, hol das Auge und bring es. Wisst ihr, wie ich meine? Die Aufgabe an sich an eins gepackt und nicht 0 von 2. Weil dann denke ich mal, dass man sich das Auge holen kann einmal und dann dem das bringen kann. Weil sonst müsste man ja im Prinzip die ganze Gegend gesäubert haben und dann quasi erst zu dem Auge rennen. Aber wir werden jetzt einfach mal gucken. Ich werde es euch mal hoffentlich zeigen können. So, wie ihr wisst, Ladebildschirm. Die alten Hasen jetzt schon inzwischen werden es wissen. Like da lassen. Ein Kommentar wäre auch nicht schlecht. Und wer halt noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo dalassen. Und wie gesagt, bei mir lohnt sich ein Abo, weil ja das 10-Euro-Gewinnspiel läuft. Also bei mir läuft eigentlich immer ein Gewinnspiel. Unten der Paysafe-Code. Alle 10 Abonnenten kommt halt eine Zahl hinzu. Ihr seht ja jetzt 8 Zahlen. Die 9. Zahl kommt erst bei 90. Da wurde ich ein bisschen geflext. Und wenn ihr genaueres darüber wissen wollt, guckt einfach in meiner Videobeschreibung. Da ist unten ein Link drin zu dem Gewinnspiel. Könnt ihr euch gerne angucken. Da stelle ich mich auch vor für die neuen halt. Und da erkläre ich halt auch genau, wie das mit dem Paysafe-Code dann abläuft. So, wir müssen landen. Ich meine, hier war das. Auf jeden Fall, doch, ich meine, da war das. So, nee, gar nicht. Mein Fehler, das war da hinten in der Hütte. Vergesst den Punkt. Genau da, wo jetzt das meine Maus hin. Ach, die Maus. Der Schusspunkt quasi hin zeigt. Da müssen wir landen. Und von da aus müssen wir dann hier rüberlaufen. Stimmt, da hinten in dem Haus. Und dann muss man ganz an den Anfang laufen. Und hier an der Werbetafel steht er dann. Jetzt hoffe ich nur, dass wir da kein Gemetzel haben. Aber die Gegend ist schon ganz lustig. Inzwischen habe ich auch herausgefunden, dass das Ganze vom Borderlands ist. Weil Borderlands habe ich halt nie gespielt. So, jetzt hoffe ich nicht, dass ich hier direkt vom Himmel geholt werde. So, ihr müsst hier reingehen. Hier ist das Auge. So, jetzt haben wir eins von zwei erreicht. Ich kann wieder irgendwie nicht sprinten, warum auch immer. Was ist denn los? Wenn ich besser wüsste, würde ich sagen, irgendwas stimmt mit meinem Controller nicht. So, Kisten haben wir schon, aber ich denke mal nicht, dass ich hier durchkomme bis zum Anfang. Mensch, was ist denn los hier? So, wir versuchen es aber jetzt trotzdem mal hier komplett außen rum. In der Hoffnung, dass uns hier keiner sieht. Gehört hat er uns anscheinend. Gesehen aber nicht. Ja. Sache, mein Aim ist zum Kotzen geworden, echt. Ich weiß nicht, ob das an der Zone kann es ja nicht liegen. So, wie gesagt, das Auge haben wir schon. Jetzt gucken wir direkt in der nächsten Runde, ob wir es dann vorne abgeben können, weil dann ist es eigentlich eine simple Aufgabe. Einmal hinfliegen, Auge holen und dann abgeben. So, wir gehen direkt in die nächste Runde rein. Aber was heute los ist, irgendwie, ich treffe ja überhaupt nichts. Ich meine, dass ich nicht der beste Fortnite-Spieler bin, ist mir ja klar, aber ich treffe noch nicht mal den Gegner.
Dann die Steuerung fühlt sich komisch an, ich weiß nicht. Ich habe auch nicht in die Update-Files geguckt, ob sie da was geändert haben. Aber es fühlt sich irgendwie alles ganz seltsam an. Aber vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber keine Ahnung. So, wie gesagt, eben habe ich schon mal gesagt, Ladebildschirm, Like-Zeit, Kommentierzeit, kein Abo da, dann jetzt. So. Dann bin ich mal gespannt, ob man den jetzt direkt da abgeben kann. Ich hoffe es jedenfalls mal. Wir gucken mal gerade in die Herausforderung selbst rein. Ja, ist immer noch eins von zwei. Also haben wir das Auge quasi im Inventar. Also müsste das eigentlich auch easy dann gehen. Und wie ich gesagt habe, die Flugroute geht jetzt immer von hier unten nach oben oder so schräg rüber. Aber nicht mehr so. So. Du bist es, alle mit der gleichen Spitzhacke. Stimmt, alles rettet die Weltspieler. Das sind die einzigen, die ich aussuchen konnte, eigentlich, die ein bisschen was aussieht. So, wie gesagt, der komische Typ, der geiert hier unten rum. An der Werbetafel, da wo ich jetzt schon quasi hinzeige. Hoffe ich nicht, dass ich hier so ein Spitzhacken-Duell bekomme. Aber ich versuche natürlich die Aufgabe direkt abzugeben. Da seht ihr schon, er zappelt schon. Guten Tag, Frau. So, da winkt er schon. Auge abgegeben. Und. Guck mal, ich kann nicht mehr springen. Aber ihr habt ja gesehen, also es ist in zwei Runden machbar. Ihr müsst es nicht in einer Runde schaffen. Ich hatte jetzt keinen Bock auf das Kistenduell, dann hätte ich das Auge nicht abgeben können. Also in dem Sinne, zwei Runden machbar, einmal hinfliegen. Ich zeige es nochmal gerade auf der Minimap, wenn Fortnite es zulässt. Irgendwas stimmt mit meinem Controller nicht, echt. Was ist denn los hier, ey? Wie gesagt, in die Hütte müsst ihr rein. Das Auge ist quasi direkt da drin und müsst dann hier vorne an das Schild hin. Also erst da das Auge holen und dann in der nächsten Runde oder wenn ihr es schafft, einmal quer durch dahin das Auge abgeben. So, dann gucken wir direkt mal, was wir als Belohnung kriegen dafür. Ich weiß nicht, mit meinen 32 Jahren habe ich echt Alzheimer. Ich habe es eben noch geguckt, was man dafür bekommt. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich weiß nur insgesamt, wenn man alle Aufgaben hat, kriegt man die Tarnung. So, schauen wir mal. Dann müssen wir gleich nur eine Aufgabe machen. Ach, das Spray. Und wie gesagt, ich bin echt schon überlegen, ob ich mir den Dings holen soll, den Skillen holen soll, mit meinem zweiten Account und verschenken soll. So, dann haben wir. Was haben wir denn jetzt alles? Eigentlich nur die zwei Sprays. Da. Wo war das andere? Da oben. So, wie gesagt, ihr könnt es in zwei Runden machen, könnt es auch in einer probieren, aber ich würde es eher in zwei machen. Einmal so normal landen, das Auge holen, dann da bleiben, da eure Kills machen und dann in der zweiten Runde vorne das direkt eine Kiste. Also ihr habt eigentlich direkt Loot, außer wie bei mir eben, aber bei mir war, ging es nur darum, dass ich die Aufgabe abgeben kann. Und das war es eigentlich. Also in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.